Und zwar ist es hier, ich wiege aktuell zwischen 170 und 190 Kilo. Wir hatten gestern, nee, vorgestern hatte ich einen Tag, an dem ich 69, also 169 gewogen habe. Und heute waren es 184. Das Problem ist, dass ich dadurch, dass ich momentan zu viel Wasser in den Beinen habe, ne, ich habe ja momentan Wasser in den Beinen, das ist immer im Sommer der Fall. Im Winter ist es nicht der Fall. Oder nur selten. Und da ist es wirklich so, dass ich. Jetzt kommt die Polizei, Toren. Egal. Da ist es jetzt so, dass ich, dadurch, dass ich so viel Wasser habe, eine ziemlich starke Schwankung von meinem Gewicht her habe. Also im Schnitt dürfte ich zwischen 170 und 180 Kilo wiegen. Da ich aber momentan, wie gesagt, so einen starken Wasserhaushaltsschwank habe und ich momentan versuche, das ein bisschen in den Griff zu kriegen durch Tabletten und Medikamente und auch durch Ernährung, weil auch Ernährung spielt das sehr mit rein. Hat nicht unbedingt was mit dem Gewicht zu tun, wobei das Gewicht auch noch dazu spielt natürlich, aber es geht auch um die Ernährung alles. Und vor allem tritt es vor allem bei Menschen auf, die viel sitzen. Und da ich fast nur sitze an meinem Rechner, wisst ihr Bescheid.